lass ich dich die Antwort machen. Hallo, liebe Pilder Community und Pilderus selbstverständlich auch. Schön, dass ihr da seid. Oder auch aka G-Man. S&G präsentiert. Schön, dass ihr da seid. Genau. Ja. Und hallo auch gleich rüber zur Schachschaulins Community. Dito. Mal rüber gewinkt. Ich habe schon gerade gesagt, dass wir auch bei dir drin schnuppern sollen. Ja, könnt ihr natürlich auch, aber guckt lieber bei mir zu. Ja, geht lieber rüber zum Schachschaulin, wenn denn. Oder guckt da auch bitte gerne nach, falls ihr das hier nachguckt. Genau. Nein, Lasst ein bisschen natürlich. Liebe da oder vielleicht ein Follow. Wäre ganz cool, weil wir noch die erste Affinitätsstufe brauchen. Bei Zumindest bei ihm. mir, ja. Ne, der G-Man hatte Ja, ich bei schon. dir. Genau. Deswegen. Genau. Genau. Aber ihr könnt natürlich gucken, bei wem ihr wollt. Ne? Wenn euch der G-Man besser unterhält oder er da coolere Aktionen macht, dann könnt ihr natürlich auch bei ihm gucken. Ist aber auch natürlich der Kniff an unserer Partnerschaft. Wir zocken ja nicht nur Spiele so zusammen oder später denn auch seht ihr uns mal beide in einer Kamera hier unten oder so, Genau. sondern auf was wollte ich jetzt hinaus? Keine Es Ahnung. ist mal wieder schön, dass ihr zusammen an einem Game zockt, ja. Ich bin gespannt, worauf du Genau. hinaus willst. Wir Ja, labern dich jetzt. es hat mich gerade voll aus dem Konzept gebracht, dass gerade bei OBS der Chat und die Stream-Infos abgestürzt sind. Da war ich irgendwie gerade voll raus. Am besten labern wir dich noch 5 Minuten zu, dann weißt Ja, genau. du Nee, es nicht dass wir natürlich Spiele zusammenspielen, einmal so wie wir es jetzt machen, auch mit unseren anderen Dudes, oder halt auch beide nebeneinander sitzen und Spiele spielen werden. Oder die dritte Variante ist natürlich, dass jeder sein Spiel spielt. Also bei Alex ist zum Beispiel oder Schachschaulinchen The Witcher 3. Das spiele ich nicht. Da könnt ihr immer gerne reinlunchen. Gibt es ganz viel auf YouTube. Bei S&G präsentieren, alles verlinkt und so. Müsst ihr bloß gucken. Genau. Ne? Und bei Pilar ist es Aber. die ganze Half-Life-Reihe bis momentan. Nee, da ist ja noch nichts raus. Ah ja, stimmt, das hast du ja noch gar nicht auf YouTube. Geleakt, bei mir ist es Geleakt, Vulkanoids, geleakt. Sons of the Forest, Genau. Ein was bisschen. noch Pummelparty ist bei mir noch raus und Dead Island. genau. Genau. Du. Und Vulkanoids, oder? Hat er ja schon. Hike am Anfang gesagt. Aber Jetzt. Chat Vulkanoids. ist weg. Aber ich habe Vulkanoids im wird noch. Notfall noch mein Handy hier zu liegen, dann gucke ich halt da auf. Genau. Aber heute Also. natürlich ein richtig geiles Game. Das haben wir alle noch nicht wirklich gezockt. Ja. Und Also in der Konstellation, wie wir heute zusammen sind, haben wir es noch nicht gespielt. Noch Das nie. stimmt. Die Noch anderen haben schon nie. mal reingeschnuppert. Genau, wir hatten schon Ja, mal wo es jetzt mir so nicht so pro gut forma ging. einen Charakter erstellt und mal reingeguckt, wie die Mechanik so ist und alles, ne, dass man nicht Worauf so es ein bisschen unvorbereitet ist. ankommt, worauf man vielleicht mal am Anfang ein bisschen aufpassen sollte, wie man seinen Charakter macht, weil Shaolin ist jetzt auch nicht so ganz happy mit der Wow. Einstellung gewesen, so. Nee, also um es mal vorwegzunehmen, ich hatte jetzt einen Waldläufer mal angefangen, weil im Internet stand, kann man gar nicht spielen und ist kompletter Rotz. Und ich bin so vom Charakter ja immer, wenn im Internet steht, kann man nicht spielen, dann will ich eigentlich das Gegenteil beweisen und sagen, doch, kann man. Challenge accepted, ja, verstehe Genau, schon. Challenge accepted. Und aber ich kann euch wirklich sagen, also Waldläufer ist echt schwierig. Es ist zwar witzig von den Einstellungen her, also von den Charaktereinstellungen, die ihr wählen könnt, wie ihr euren Charakter im Endeffekt spielen wollt. Aber ihr habt Nachteile in den Kämpfen. Und ihr Das muss könnt halt auch eurer, gebalanced werden, ne? genau, ihr könnt eurer Gruppe als Waldläufer tatsächlich eher wenig helfen in den Kämpfen, weil ihr keine Fähigkeiten habt, die ihr einsetzen könnt am Anfang. Und bis ihr gelevelt seid, dauert es auch ein bisschen. Und das heißt also, eure Gruppe, je nachdem wie gut sie ist, zieht euch die ersten Kämpfe erstmal mit durch. Und ich empfinde das halt ein bisschen als Kacke. Verständlich. Ist aber meine persönliche Meinung, ne? Also vielleicht entwickelt sich der Waldläufer im Laufe des Spiels, das weiß ich nicht, aber für die Anfängerspieler oder so, die auch wenig Erfahrung mit Pen and Paper haben und auch wenig Erfahrung mit Charakterentwicklung, würde ich einen Waldläufer weniger empfehlen. Da sollte da vielleicht ein anderes Charakterkonzept wählen. Aber hast du dir überlegt, was du jetzt vielleicht sein möchtest? Oder Ja, ist ist doch es. erstmal egal. Einfach auf mehr Spieler klicken. Nee, erstmal, wir müssen eingeladen werden von jemandem. Einer muss hosten, glaube ich, wieder. David hat Pyler das macht. ja. Pyler geht auf mehr. Ich würde sagen, Pyler macht die Lobby auf. Ja? Okay, ja. Okay. Pyler hat den leistungsrechten stärker, leistungsstärksten Rechner. So rum. Nee.
Ist egal, du machst es einfach. Ja, du machst es trotzdem jetzt einfach. Ich glaube, wenn David auf seinen Mega-Bildschirm verzichten würde, dann würde er auf jeden Fall mehr Power daran sein. Also ich kann es gerne auch hosten, also wie gesagt. Mir ist es egal, einer hostet jetzt. Also ich bin's nicht und Schautoni sind's nicht. Das ist das Wichtige. Ich will nicht, dass meine Zuschauer irgendeinen Qualitätsverlust haben, dadurch würde ich sagen, du. Ich bin auch für David. So demokratisch bestimmt, du bist dran. Ich bin für Peiler. Und wenn David jetzt auch noch für Peiler ist, wird's schwierig. Dank dir. Dann müssen die Zuschauer entscheiden. Entscheiden, du bist schon so eine Nase. Nein, ja, nicht? Das macht der Evert jetzt einfach. Ja, ich hab's schon gesehen. Hab's ja schon gesehen. Lasst euch von meinem Bild hier nicht beeinflussen, das ist noch von ganz alten Tagen. So, seid ihr bereit? Da muss ich mir mal für man Steam was Neues einfallen lassen. Na? Na los, Digi. Alle Chigi? Hallihallo, Hallöchen. Alter, nice. Dass er in seinem Urlaub sich auf uns herablässt, ist ja nett. Ja, ne? Ist friendly. Hallo, Lars. Hi, Lars. Hi, Lars. Gut. Die Sequenz geht los, Leute. Ja, kennen wir ja schon mit der Augenoperation. Aber meine Leute nicht. Stimmt. Ich habe vergessen, die Gesamtlautstärke hochzustellen. Merke ich auch gerade. Müsst ihr die Sounds imitieren? Blub, 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 blub. hilf mir, ich will wieder rein. So. Walk, 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 walk. Kriech, kriech. Schleim, Schleim. Guten Appetit. Hello. Das ist so eklig einfach. Yum, yum, yum. Ich hatte mal eine Kontaktlinse in den Augen, Alter. Ich hatte nur Schmerz, Alter. Und so ein Ding, Alter, das tut der mega weh. Weißt du doch ja nicht. Vielleicht ist es dann schädlich zu deinem Auge. Ja, kann sein. Vielleicht hilft es ja. Vielleicht kitzelt es nur ein bisschen. Ich trage die Dinger seit 10 Jahren. Also ich habe keine Kontaktlinsen. Und mir geht also echt. Leute, ihr merkt schon mal von Anfang an weg bei uns, auf sowas habt ihr euch jetzt eingelassen. Allgemein, solange David nicht wieder irgendwas Rotes anfasst, ist alles okay. Muss ich jetzt das Tutorial trotzdem annehmen oder sagt ihr, das behindert er? Nee, das sind nur... Okay, doch, Tutorial kann er doch mitnehmen. Sind doch nur Zusatztipps. Achso, ja. Jetzt ist zu spät. Jetzt auch wieder einstellen. Nein. So, wir wollen einen... Ja, was spielt ihr denn? Wollen wir uns da mal ein bisschen absprechen? Ich spiele also ich bin Nahkämpfer Zwerg. Wieder. Also ich will Nahkämpfer sein, aber die haben alle nur Äxte. Was war das für ein Vieh mit dem Speer, Alter? Nee, du kannst auch später einfach einen Speer in die Hand. Ja, okay, genau. Stimmt doch. Aber wenn du die auf der rechten Seite siehst du dann die Waffen, die sie benutzen und die Rüstung, die sie bekommen. Wenn du auf der rechten Seite die Waffen... Wenn du die Völker durchklickst. Quatsch, die... Doch, die Völker und halt die Klasse. Also mach am besten erst deine Klasse und dann klick durch die Völker durch. So, erst die Klasse, okay. Ja, aber lass doch mal absprechen, wer was spielt, damit man weiß, wer hat eher Bock in so Richtung Heiler und so, dass einer die Gruppe heilt. Wer würde denn eher die Tankrolle übernehmen? Also ich wäre denn so ein bisschen Nahkämpfer-Tank-mäßig. Ich bin Heildruide. Ich gehe auf Schurke. Ah, du kommst von hinten. So wie immer. Das heißt, in dem Fall wäre ja noch Zauberer, Hexenmeister und Magier eigentlich eher übrig, oder? Ja, du kannst aber auch Nahkampf gehen. Du könntest auch Kämpfer oder Mönch spielen. So wie Klerik gibt es, glaube ich, auch. Also
eher mehr heilen, aber auch Nahkämpfer gibt es davon. Also Barbar, ich weiß gar nicht, machst du Kämpfer oder Barbar usen? Ich habe gerade ein bisschen was geguckt. Wo sieht man denn die Waffe, die sie tragen? Du kannst doch sowieso auf jegliche Waffe gehen. Ja, genau, stimmt schon. Genau, aber rechts siehst du, genau. Was das Volk an Übung drin hat. Genau. Also bei Elf, hier warte, nee, was hattest du? Halborg. Halborg hat halt einfache Waffe und Kriegswaffe. Siehst du rechts bei Übungen. Ja, aber ich dachte, man sieht direkt, welche Waffe sie hat. Ja. Axt, schieß mich tot oder sowas. Nee, das kannst du ja wechseln, die finden wir ja. Die kannst du ja später noch wechseln. Es geht ja darum, du kannst auch zum Beispiel jetzt einen Bogen nehmen und den ganz lange spielen, bis du geübt bist. Dann machst du halt wieder mehr Schaden mit dem. Aber ich sag mal, das ist halt vorgesehen für die Klasse. Also ich würde dann wieder Ork-Barbar machen, also Halb-Ork-Barbar, ja. Okay. Genau, gibt's also denn bei also Jusen wird ja bestimmt nicht gut im Reden sein. Und ja, doch, ich kann einschüchtern. Doch, ich kann einschüchtern. Also ich kann dir so ein bisschen Angst machen, dass die alles machen, was ich will. Genau, aber wir brauchen auch die andere Art und Weise. Also das stimmt. Jemand. Deswegen ist es bei Schurke mit bei David? Nee, also ich würde den Schurken als Durgar spielen. Also Zwerg, und die sind eher kalt und verstohlen. Also ich werde auf Täuschung gehen, im Prinzip. Also mit Weisheit. Aber ist da. Genau. Genau, aber ist denn da sowas wie, ja, einschüchtern hat Jusen ja schon, so wie überzeugen zum Beispiel bei? Nee, bei mir ist es täuschen. Okay, also haben wir theoretisch einschüchtern und täuschen. Genau. Jetzt die Frage, ob jemand noch überzeugend abdeckt oder nicht. Überzeugen wäre Charisma. Mhm. Charisma habe ich aber gar nicht. Also da würde ich mich rausnehmen. Ich würde tatsächlich eher auf Intelligenz gehen dann. Gut, und wie schaut es dann bei David aus? Achso, nee, warte mal. Gedächtnis. Voll und schwer sich zu entscheiden, ne? Verbessert Zauberwirken bei Magiern. Also Jusen spielt ja den Ork. Achso, ihr habt Hintergründe, habt ihr schon gewählt, kann es sein? Weil drei Dinger kann ich nicht anklicken oder sind nicht als Bild. Ich suche mir gerade den Hintergrund danach aus. Was halt passt. Nee, das kommt drauf an, wenn du jetzt schon Volk ausgewählt hast, dass dein Volk nicht alle Hintergründe nehmen kann. Ja, das kann sein. Ja, aber jetzt sehe ich irgendwie alle. War halt wohl kurz verbeckt. Genau, aber bei den Hintergründen ist ja auch schon wichtig, was man spielen will. Ich glaube, Soldat hatte ich letztens. Genau. Also, für alle, die auch neu einsteigen bei sowas, lest euch wirklich erstmal alles durch, ne? Bei den Volksunterarten und Sphäre, also von den Völkern, sag ich mal, da stehen ja auch so ein paar Beschreibungen dabei, ne, zum Beispiel der Zwerg mit den Minenarbeitern und so. Und versucht für das Spielergebnis vielleicht euch eine Charakterbeschreibung auszudenken, die ihr dann im Spiel auch versucht durchzuziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Durgar spielen will, dann werde ich mich auch kalt und distanziert verhalten. Also ich werde jetzt da nicht der charismatischste Typ sein, der in der Welt rumläuft. Na, sondern werde die Leute auf Abstand lassen. Wenn ich kann, werde ich sie beklauen oder werde sie dann täuschen. Und ansonsten überlasse ich das Reden anderen. Ja, genau, so denke ich auch. Also reden zum Beispiel mich oder der das Charisma ein bisschen hoch macht. Da bist du eigentlich immer ganz gut gefahren. Was spielt David nochmal? Zauberer, glaube ich, oder? Heildruide. Heildruide. Heildruide, also den Hexenmeister, also der jetzt. Genau. Aber fürs Spiel, also auch für Peiler jetzt, du kannst tatsächlich trotzdem so gut wie alles benutzen, also sowohl Nahkampf als auch Fernkampf, ne? So öfter du die Waffe benutzt, umso mehr trainierst du sie auch und kriegst, also verbesserst dann deine Würfe. Und du bist in dem Spiel tatsächlich nicht zwangsläufig darauf festgelegt, was du jetzt wählst. Du kannst dich da noch entfalten. Genau. Und auch jedes Volk und jede Klasse hat im Grunde sowas wie Grundheilungszauber.
wo du dann vier Leben heilen kannst oder sowas. Ne? Also du bist also es ist, ihr seid nicht so eingeschränkt, wie es jetzt am Anfang aussieht. Das geht später sehr vielfältig in viele Richtungen. Und normalerweise ist das ja im Pen and Paper auch so, dass sich ein Charakter weiterentwickeln kann und in der Weiterentwicklung ja auch was völlig anderes werden kann, als am Anfang gedacht. Ne, aus meinem Schurken kann ich ja dann später vielleicht auch irgendwas anderes machen. Adligen. Gut. Zum Beispiel. David hat ja Druide, Alex spielt Schurke und Genau. Jusen ist ein Kämpfer oder Barbar. Halborg, Nahkampf, so ja. Ich nehme jetzt einfach den Magier. Jo. Dann bin ich mal gespannt, wie du den spielst. Jo, war das jetzt ausgewählt? Genau. Achso, zeigt er mir jetzt eine Vorschau, wa? Genau, also ihr könnt da noch das Aussehen bearbeiten. Das machen wir auch. Kann ich das nicht abbrechen? Da bin ich gerade blöd. Was ist zu abbrechen? Der Taste. Where's the neck? What was that? Ich habe so ein Beispielvideo abgespielt, aber ich habe da unten nicht lesen können, dass da Leertaste stand. Okay, das erste habe ich einen Haken drin. Beim zweiten kann ich jetzt so noch Volksmerkmale einstellen. Also, Jusen spielt ein Ork. Halborg. Halborg. David spielt? Ein Elf, ein Hochelf. Ein Hochelf. Alex spielt? Ein Zwerg als Durgar. Also, Zwergschurke? ja, Zwergschurke als Durgar. Krass. Das sind, also die Das sind, ist ja kompliziert. genau. Also der wird dann zwei Dolche tragen und einen Bogen. Okay. Okay, bei Voll kann ich aber nicht so einstellen. Der hat jetzt mich Jusen, wenn schon du Kämpfer ausgesucht. nimmst, dann kannst du dich ja auch heilen selber. Dann bist du mehr Tank. Obwohl das andere macht dir mehr. Ach, ist ja eigentlich egal, wie du dich spielst. Ja, ich habe auch hier und da schon geheilt, ja. Also, aber der Kämpfer, der kann halt noch Schwerrüstung tragen. Ja, deswegen konnte ich ja letztens die gute Metallrüstung, die wir da gefunden haben, gut So tragen. kann ich jetzt bei Hast du den nicht ganzen letztes Sachen Mal nichts Barbar mehr gespielt? einstellen, ja? Wie bitte? Ich nichts mehr einstellen. Ich check das hier gerade nicht. Ja, doch. Zaubertricks, ich muss mir jetzt auch von drei entscheiden, wa? Die Genau. kannst du später aber auch noch ändern. Das sind nur deine Anfang, die du jetzt gleich am Anfang drin hast, aber du kannst theoretisch die jedes Mal, also nicht direkt im Kampf, aber du kannst sie so ändern. Genau, wenn du Okay. im Level Aber ich konnte ja aufsteigst. jetzt zum Beispiel hier bei Volk konnte ich ja jetzt nichts mehr ändern. Ich bin ja ein Mensch. Nee, geh mal ganz oben nochmal bei Herkunft hin. Ja, du musst auf Eigen gehen. Eigener ganz oben. Okay, dann kann ich mir. Jetzt geh Ah, auf alles klar. Volk. Nee, jetzt auf Volk. Jetzt Wo steht das denn, Digi? links. Unter Herkunft. Links, 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 Ah, links, okay, links. ah. Und unten rechts siehst du dann halt, welches Volk auch welche Waffen hat. Unten links. Beziehungsweise. Ach, Solin? Unten rechts meine ich gerade Ja. schon. Du hast wieder weißes Haar genommen, Das oder? sind Übungen und darunter Waffe. Wie gesagt, du kannst auch jede andere Waffe benutzen, aber du hast halt einen Vorteil, beziehungsweise hast du diese Waffen erstmal am Anfang. Du kannst zwar untereinander alles tauschen, aber. Beziehungsweise siehst du natürlich auch Heilige Scheiße. Oh Mann. darunter die Bonis, die sie haben. Da bin ich noch nicht tatsächlich. Bei dem Haar. Achso. Aber mal ohne Witz, dadurch, dass keiner Mensch spielt, dann bleibe ich beim Menschen, Alter. Dann nehmen wir den Mensch. Check ich denn immer noch nicht? Okay, ist glaube ich egal. Hier kann ich ja nichts einstellen bei Volksmerkmale, das ist ja drin, ne?
Kann ich mich noch für eine Klasse entscheiden? Okay. Jetzt hast du wieder... Pilot, musst immer auf eigener gehen. Warum bist du jetzt schon wieder auf den anderen Typen? Oder hängt das Stream hinterher? Nee, aber... Ja, ich wollte Mensch, hab Mensch drin und dann kann ich doch... Achso. Nee, du bist schon wieder auf den fertigen Charakter gegangen. Nein, ja, jetzt, davor. Ja, genau, jetzt. So, jetzt, gar in der Maske machst du gar nichts mehr. Das unten sind die Original, also diese fertigen Standardcharakter und da kannst du das erstellen. Jetzt siehst du auch die ganzen Klassen. Also Pyler fängt jetzt nochmal von vorne an. Von vorne, ich war noch nicht mal weiter. Aber ich muss mich jetzt für eins entscheiden, ja. Du musst dich jetzt dafür, eine Magier wolltest du spielen. Dann kannst du jetzt weitergehen. Dann gehst du jetzt auf die Zaubertricks. Links. Musst du mal links weitergehen. Aber kann ich die nicht hier schon auswählen? Oder das ist bloß ein Beispiel, oder? Das sind nur, dass du vorweg siehst, welche Klasse welche Spells hat. Gut, jetzt kann ich mir ja drei aussuchen für den Start, oder wie meintest du? Nee, einfach jetzt links auf Zaubertricks gehen. Ja, habe ich doch. Nein, links in der Tabelle wieder. Einen Schritt weiter, genau. Das ist doch so. Zaubertricks. Genau. Hängt der so doll nach der Stream? Ein bisschen, ja. Na, super. Weil ich starte nochmal neu, vielleicht ist der besser. Und Quali-Stimmung mal hoch. Wie gesagt, du hast alle Tricks auch so. Das sind bloß deine. Du kannst es jederzeit wieder ändern. Also, das hier kann ich alles trotzdem ändern, sagst du? Das kannst du im Spiel alles ändern. Das sind bloß deine Tricks, die du jetzt am Anfang benutzen kannst. Du kannst nicht alle Zauber gleichzeitig benutzen, sondern du hast immer nur drei Hauptzauber drinne. Aber ich muss mich doch jetzt hier aus, muss mich doch jetzt aus dem hier entscheiden, oder nicht? Nein, und von den unten suchst du dir drei aus, mit denen du am Anfang spielen möchtest, die sich cool anhören. Aber wenn sie dir nicht gefallen, dann kannst du sie sofort ändern. Aber du kannst im Kampf, hast du immer nur drei ausgewählt. Okay. Aber dein Zauberspruchbuch kannst du jederzeit aufmachen und dir eine andere Kombi ausdenken. Nimm die du am coolsten findest, probier die im Spiel aus und wenn es dir nicht gefällt, machst du dann, änderst es danach oben. Du kannst es, glaube ich, auch in dem Kampf ändern, aber das kostet wieder eine Aktion oder sowas. Aber David, du hast wieder erstmal was zum Heilen am Anfang, oder? Dass du uns heilen kannst. Ja. Nicht nur dich selbst, meine ich. Weil ich müsste ja erst einen Aufstieg warten zum Paladin. Weil dann kann ich mich auch selbst heilen, aber ich möchte am Anfang kein Paladin sein, weil ich will keinen scheiß Hammer auf dem Rücken haben. Ich will eine Axt haben. Bei Zauber ist es das gleiche, ja, David? Ja, genau. Aber wenn ich als Fähigkeit arkane Kunst drin habe, dann wäre es schon clever, wenn ich auf Feuer gehe, oder? Arkan ist aber, glaube ich, Blitz. Ich sag, probier's einfach beim Spielen aus. Kann sein, dass du auch einen Feuerstab bekommst oder einen Eisstab und dann änderst du eh alles wieder rum. Nimm das, was sich am coolsten anhört, kannst du jederzeit ändern. Es ist ja nicht für das Rest des Spiels so. Es ändert sich ja. Also ich sag mal so, dein Hintergrund, deine Klasse, klar, und dein Volk, das kannst du jetzt nicht ändern. Ja. Aber jede Fähigkeit kannst du dazu lernen. Kannst unten bei den Fertigkeiten noch rüberhabern, dann steht da, was das heißt. Also jetzt Heimlichkeit, Fingerfertigkeit. Es gibt immer noch so kleine Passivfähigkeiten, würde ich sagen. Athletisch, dass du ein bisschen weiter, glaube ich, läufst. Gut. Athletisch ist, dass du nicht umgestoßen werden kannst. Ich bin durch mit meinem Zwerg.
Ich würde da einfach nichts ändern. Ist auch scheiße, dass ich hier jetzt nicht groß ändere, aber dann bleibt das halt standardmäßig. Aber wie kann ich dann meinen Charakter ändern? Das Aussehen unten links neben Fortfahren steht es. Genau. Was? Und bei Fortfahren? Genau, neben Fortfahren. Dings. Aussehen bearbeiten. Aussehen bearbeiten, genau. Was spielt ihr denn? Mann, Frau? Ich bin eine Frau. Ich spiele einen Mann. Ich spiele auch einen Mann. Kannst du auch ein Twitter sein oder sowas? Achso, hört euch die Stimme an. Ich hatte letztes Mal das Problem, dass ich, glaube ich, eine weibliche Stimme drin hatte. So, ja, das kann ich auch. Eine männliche, meine ich. Jetzt darf ich alles normal machen, oder was? Wieso? Wieso alles normal? Du brauchst einen Wächter, wähle einen. Du bist auf Fortfahren jetzt gegangen, oder was? Nicht auf Fortfahren, du sollst Aussehen bearbeiten. David hat doch Fortfahren gesagt. Also neben Fortfahren, neben Fortfahren. Bei Aussehen bearbeiten, bei Fortfahren. Ah, okay. Ich war genau daneben, Peiler. Warum kann ich kein weibliches Gesicht auswählen? Ja, weil du erstmal das Geschlecht auswählen musst, Dicker. Ja, hab ich doch. Achso, du bist schon weib, oder was? Ja, steht doch da. Identität weiblich. Okay. Ja, du musst aber auch den Körperbau weiblich. Also du hast oben Körperbau 1 und 2. Ach ja, du musst dann auf 1 gehen, Körperbau. Genau. Boah. Das ist quasi nur deine Identität. Du kannst ja auch einen Mann spielen, der weiblich ist. Oder du kannst auch eine Frau sein mit männlichen Gesichtszügen und so alles. Das Spiel ist sehr weltoffen auf jeden Fall. Mhm. Zum Beispiel Halborg. Man kann den Haken bei aller Hautfarben reinsetzen. Ich bin ein Simpsons. Bei Gesicht kann man nur das auswählen, was jetzt drin ist, ne? Da kann ich mir jetzt nicht extra ein Gesicht anpassen. Nein. Unten geht's weiter. Oder nicht? Oder? Die Hautfarbe finde ich eigentlich gut. Narben. Reife. Ist das mein Alter oder was? Sozusagen nachhalten und sowas. Okay. Nö, gibt's nicht. Und mach mal ein paar viele Sommersprossen. Das können. Ach, schade, dass man nicht das Muster noch einstellen kann. Das ist ja so ein bisschen wie eine Tätowierung. Da nicht lasse ich sie so, oder mache ich noch ein bisschen rein? Und so sieht's blöd. Also, ja. Naja, wer so aussieht, sieht so aus. Also. Pfeiler bei Genitalien musst du aufpassen, wenn du da klickst. Dann hast du keine mehr. Dann bist du auf einmal nackig. Okay. Kann, glaube ich, auch passieren. So weit bin ich noch gar nicht. Jetzt kommen noch Tattoos. Ich
Wie ein echter Gangster. Eigentlich gar nicht so uncool. Tippidoppi. So. Du bist durch, sagst du? Ich bin durch, ja. Ihr braucht ja noch einen Moment, dann gehe ich mal nach Diana noch mal gucken, ne? Mach das auch, bis gleich. Ich geh kurz Pipi machen, bis gleich. Mann, das sieht so viel cool aus, was soll man sich denn da... Das ist echt gemein. Bist du gerade bei Genitalien, oder was? Nein, David, bin ich nicht. Wenn so ultra wichtig ist es ja eigentlich gar nicht. Wenn viel cool aussieht, kann man ja auch irgendwas nehmen, aber... Schminke dann später auch noch? Ich glaube, ich nehme das. Das hat was. Aber kann man... Oh mein Gott! Wie war es nochmal mit... Das war alles? Also schwarz finde ich ganz cool. Weiß ist theoretisch auch nicht schlecht. Gelb fand ich jetzt auch ganz lustig, aber ich glaube, ich bleibe eher schwarz. Da sieht alles komisch aus. Passt schon. Achso. Augen. Augenfarbe. Irgendwas, was ballert. Was ballert denn? So was ist ja auch cool. Nee, nee. Ja, blau ist auch wieder so. Dann denk, muss ich unbedingt Eis machen. Finde ich so ein. In dem Pink ballert. So pink-lila. Ja, na klar, jetzt kommt noch Schminke. Ach, du Heiliger. Okay, gut. Peiler ist noch beim Gesicht. Habe ich nichts verpasst. Also, Peiler, du siehst den Charakter eh meistens von hinten, ne? Ja. Darf ich nicht trotzdem hübsch aussehen? Doch, natürlich, natürlich. Aber es ist kein Model-Wettbewerb. Kein Heavy-Metal-Model-Wettbewerb. Der wird jetzt auch nicht mehr da, oder? Der ist eingepennt. Alle sind weggerannt, Digga. Alle. Von dir sowieso, Jusen. Hey, hey, warum? Die ersten Worte gleich wieder frech. Guck mal, ich bin athletisch, kann mit Tieren umgehen, Wahrnehmung einschüchtern, ist so meins. Jetzt sehen natürlich bei meinem Charakter auch so viele Frisuren so geil aus. Was soll man denn da am Ende nehmen, ey? Ich kann alle tragen. Alles. Man sieht ja alles. Sieht halt einfach wunderschön. Ja, hier drin kann man sich ja alleine schon Stunden aufhalten. Ja. Mann. Leute, ey. Hat auch irgendwie was, ich weiß nicht. Kann mich echt schwer entscheiden, ne? Weil er dann immer noch das mit den zwei Zirpen, da sah lustig aus.
Ich finde auch, das hier hat was. Ja, dann nimm das. Dann nimm es jetzt, okay. Jetzt noch eine lustige Haarfarbe, mach pink oder so. Nö, lila. Passend zu Augen- und Lippenstift. Perfekt. Sieht so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aus, aber ist cool. Ich hab grün. Ich könnte es halt noch dunkler machen zum Teil. Das sieht man nee, mach schön nicht grell. Rein. Mach schön grell einfach. So sieht man dich auch von Weitem. Meinst du so weiß oder so in den Spitzen? Aber das sieht man eh kaum den Unterschied. Nee, ich würde einfach pur lassen. Schön grell die Farbe. Nichts weiß. Pur die Farbe. Kann man das denn hier irgendwo einstellen? Das Kind macht mich fertig. Ist die das aus, hat ja auch was. Ist die aus ihrem Bettchen rausgekrabbelt und sitzt da, hat ihre Windel und Hose ausgezogen und sitzt da nackig auf der Couch. Freut sich. Naja. Sie chillt ein bisschen. Ja. Sie soll schlafen. Ach so, naja, wollte sie. Nee, aber erstmal kurz chillen. Kurz chillen und dann schlafen. Gesichtsbehaarung, jetzt noch einen schönen Bart. Würde ich eine Zwergin spielen, hätte die auch einen Bart. So, aber bei mir stand hier nichts mit Geschlecht, David. Nein, du musst da rausgehen, wo du halt, drück mal unten links bei Aussehen bearbeiten oder was auch immer steht bei dir. Und dann ich steht da unten. Aber nicht alles neu machen. Nein, das bleibt doch so. Bleibt so. Also Charakter bearbeiten. Genau, gehen wir auf Charakter bearbeiten. Yeah, oh, und jetzt wieder auf Aussehen bearbeiten. Und dann siehst du unten rechts Körperbau. Und da ist 1 und 2 steht da. Ganz oben in der Mitte siehst du es auch. Ganz oben. Da steht, hast du Körperbau und darunter männlich oder weiblich. Ach so, na, weil ihr Geschlechtsteile gesagt habt. Ich habe jetzt so an Scamp gedacht, dass man auch noch sich den Lobes und sowas einstellen kann. Das auch. Aber es kann sein, dass es vielleicht bei dir ausgestellt ist, weil du keine Nacktheit drin hast. Ja, klar. Habe ich nicht. Nö. Ist ja auch nicht so wichtig, aber ich wollte es halt wissen. Ne? Aber gut. Okay, aber da kann ich fortfahren drücken, ja? Gleich, warte. Was habt ihr so bei den Sternen, also oben rechts bei eurem Charakter, was ihr so habt? Wo ist der Stern? Bei Pilas ist das, glaube ich, Intelligenz. Bei ihm ist es Intelligenz. Bei mir ist es Weisheit und Geschicklichkeit. Weisheit und Geschicklichkeit, das war ja okay. Also nee, war hauptsächlich Weisheit, aber ich gehe hier auf Geschicklichkeit wegen Fernkampf. Okay. Ja. Was ist dein Sternchen, Schachschollin? Aber ihr seht es bei mir im Stream. Ich habe hauptsächlich Geschicklichkeit, aber gehe auch auf Intelligenz. Alles klar. Na, ich habe Stärke 17. Das ist auch schon mal ein guter Anfang. Ja. Jetzt warten wir, dass er wiederkommt vom Pinkel und dann geht's los, Freunde! Zu viert! Ohne so einen Computer nebenbei, den man noch mitsteuern muss. Da können wir immer noch welche finden und mitnehmen. Nee, wa? Nee, wir sind jetzt zu viert. Wir hatten auch schon mal mehr als vier, wir waren auch mal schon zu fünft, soweit ich weiß. Ja, aber das ist Tutorial, da kriegst du immer einen dazu. Also du musst die ja, wir retten die und nehmen die ja quasi mit. Also kann sein, dass wir Questcharaktere haben und die dann zum Beispiel auch, weil sie nicht durch eine Höhle bringen müssen und müssen am Leben bleiben. Können wir die natürlich nie nach vorne schicken. Okay, und Schachschalin, du kannst mit Dietrichen gut umgehen? Genau. Genau, oder? Ja. Okay. Du hast ja auch was im Mund gehabt, deswegen habe ich es nicht so ganz verstanden. Ich habe immer irgendwas im Mund. Nee, ich habe Fingerfertigkeit mal 2 und Heimlichkeit auch mal 2. Ich habe nur 9 Leben, wie habt ihr? Leben? Wo steht denn Leben? Ganz oben unter den Dingern, also rechte Seite unter deinen Punkten. Achso, bei Aussehen bearbeiten oder was? Nee. Nein, da wo deine Punkte. Achso, das siehst du erst im Endscreen, wenn da steht, warte auf andere Spieler. Dann siehst du da erstens, welche Position du im Kampf hast.
Initiative, verdammt, ihr wisst, was ich meine, wirkt sich auf deine Position in der Zugreihenfolge im Kampf aus. Und daneben stehen dann Trefferpunkte. Also bist du schon auf Vorfahrt gegangen, oder was? Ich bin auf Vorfahrt. Ich warte auf euch, ich bin fertig. Okay, dann komme ich. Ah, jetzt kann man den Namen. Ja? Na, man kann den Namen nochmal einstellen. Nö, also. Doch, bei Fortfahren. Den Namen noch mal bei Fortfahren. Ja, du musst auf Fortfahren und dann kommt, du kannst den Namen angeben. Nö, passt so. Okay. So, da Gefährte wird es wahrscheinlich keinen geben. Da könnt ihr, glaube ich, durchwegklicken. Also, ihr könnt da nur das Volk auswählen. Ah, ne, ihr könnt. Man kann da alles machen. Kannst auch das Aussehen bearbeiten und so. Aber ja, ich ja die Aussehen, aber die Klasse nicht. Die Klasse nicht. Genau, also das einfach weiter, sagt er. Ja, also ich irgendwie Volk aus. Einfach weiterziehen oder sollen wir einen anklicken? Ja, weiter. Weiterziehen, okay. Einfach Zufall. Ist ja auch irgendeine Klasse aussuchen. Weil du brauchst jetzt steht bei mir, warte auf andere Spieler. Genau, und da rechts siehst du jetzt bei dem Typen, der die Hand. Okay. Jetzt ach, da rechts daneben war 14. Das Herz. Also hast du 14 Leben. Und davor war ein. Ich bin schon im Video. Ich auch. Plus 1, glaube ich. Okay. Ja, Mann, das ist ein chilliges Raumschiff. Sieht gar nicht das eklig aus. Das Merkel-Dreieck öffnet die Pforten. Ja. Die Ilos sind wieder unterwegs. Da haben wir auch gestern gesagt, so ey, richtig clever, wenn Gefahr droht, Waffe fallen lassen. Wisst ihr noch, das war so witzig, wir haben gekichert. Ich bin gleich wieder da. I believe I can fly. What the fuck? Scum server will be updated. Oh, ist nie ein gutes Zeichen. ...1951, aber er läuft noch. Sehr gut, sehr gut. Auch einen Drachen haben. Dann kauf dir einen. Oder klau dir einen, keine Ahnung. Frag Alex, ob er dir hilft. Aber du kennst die Drachen von Rick and Morty, oder? Mit dem Seelenfick. Muss aufpassen, dass du keinen Schlampendrachen kriegst. Oder
was wir als Schnecken schaffen. Die heilige 3. Faltigkeit. Die sind ja süß. Jetzt machen wir ein Kamehameha. Okay. Schön, wir laden endlich ins Spiel. Nach einer Stunde. Ja, stimmt. Ich stand gerade auch wieder hier dran. Du kannst deine Waffen auch bei einer Glut zum Beispiel ranhalten oder so reinstechen in den Boden, dann brennt das Ding. Ja. Ey, genau die gleiche Frage wie Alex. Aber ich bin die Lila. Krass, krass. Obwohl er ist rot. Mein Kopf tut so weh. Das ist doch nicht mein Problem. Wir haben es ja verstanden. Moin Freunde, was geht ab? Hallo. Kann man sind die Kamera auch drehen? Sind hier die anonymen Alkoholiker? Mausrad getötet. Q und E auch. Ja, oder Mausrad. Oder halt Q und E. Ja, mit Mausrad kann ich nur nach. Ja, bei mir auch. Du kannst dich mit WASD auch auf dem Bildschirm bewegen. User hat recht, Q und E. Das war meine Frage. Sehr schön. Das geht auch, ja. Aber drehen war halt wichtig, damit man in jede Ecke gucken kann. Bitte nicht das Ziel in der Mitte angreifen. Ich greif gar nichts an. Sehr schön. Muss erst mal klarkommen. Das seid ihr, das bin ich. Alle ich kann schon erst mal würfeln hier. Okay, eine 10. Ihr könnt damit reinjoinen, wenn ihr gucken wollt hier. Okay, das ist unser Inventar. Oh. Ich hab minus 1, fuck. Okay. Fuck. Verkackt. Ich wollte es untersuchen, aber ging nicht. Müsstest du sogar einen Schaden bekommen haben für eigentlich bei einer minus 1. Nö, passiert halt nichts. Ich krieg halt keine Erfahrung. Pilar, du kannst ansonsten links siehst du ja unsere Charaktere. Da kommt immer ein Ohr. Dann kannst du quasi mit in den Dialog reinschauen, beziehungsweise mit entscheiden. Aber Pilar, versuch mal da in der Mitte dieses Zuchtbecken mit Rechtsklick zu untersuchen. Vielleicht läuft bei dir, vielleicht kannst du mal würfeln. Wieder da. Na, du gehst auf Rechtsklick verwenden halt. Oder untersuchen, wenn du schon hast. Na, ich habe untersuchen gedrückt. Na, dann Achso, und kannst du würfeln? Nee. Nee, dann geh erstmal verwenden. Geh mal nochmal raus und geh erstmal verwenden. Rechtsklick verwenden. Oder kannst du es nicht mehr verwenden? Ich hab hier gerade einen Text. Achso. Ja, ist klar, hat's ja gerade gesagt. Aus dem. Ins Becken greifen? Nee, untersuchen. Becken steht untersuchen. Genau, und dann kannst du würfeln, glaube ich. Dann kannst du es mal probieren. Genau. Also. Okay. Schwierigkeit 10. Oh, höher als 10. Genau, aber schwierig. Du kriegst eine Plus. Nee, du musst. Wegen Intelligenz und Nachforschungen von den. Ja, du hast zwei Booster, ist doch geil. Ah, okay. Die sind drin. Genau. Na, dann. Gucken wir mal, was bei rauskommt, wa? Also ja, würfel mal. Kicken. Oh. 4. Oh, scheiße. Ja, reicht nicht ganz. Dann kann er mal ein anderer versuchen. Gescheitert. Na, ich hab schon, ich hab's nicht geschafft. Shaolin, willst du mal probieren? Ich kann's gerne probieren, ne? Erstmal hier dem kleinen Paldorus mal erstmal alles beibringen hier. Ja. Schritt für Schritt, ne? Und dann können wir die großen Abenteuer erleben. So. Ja. Gut, im Reisesack ist gar nichts drin. Oh, ich hab's auch nicht geschafft. Auch 9 von 10. Okay, komm. Ich hatte auch 9. Hier ist noch einmal David und dann gehen wir weiter. Lord D. Swaggins. Oh, Lord D. Swaggins, Alter, okay. Ja, Lord, möchten Sie mal probieren? Ja, ich muss aber jetzt warten, bis Alex fertig ist. Hab ich doch. Bin fertig.
Oh, ich habe minus 1. Ach, Peiler, du kannst auch mit WASD, da wo du stehst, erstmal weiter nach vorne gucken und auch weiter wegklicken. Also, ich habe eine 18. Oh, krass! Oh, sehr gut. Was kommt da raus? Achso, ich kann damit rein joinen. Ja, ich guck David zu. Ja, das dann sehen okay. Wir's. Also, die Hülle ist zart, die kleinste Berührung könnte sie zerstören. Okay, und was hast du letztens eigentlich gemacht nochmal? Ich hab sie gleich angefasst. Alter, der hat einfach Angriff gemacht. Okay, dann wissen wir's. Ist eine kleine Explosionsding. Ja. Wollt ihr von dem Ding weggehen? Obwohl, vielleicht mag das jemand anders mit den meisten Leben vielleicht anfassen? Jusen, fass das Ding mal an. Ich will das Ding nicht anfassen. Ja, fass das Ding jetzt an. Und ich, warum soll ich das an. Kann ich es anfassen? Ja, fass es an. Pass. Okay, ich geh mal hin und fass. Peiler, geh mal ein Stück weg. Warum macht er das? Ich kann nur das Becken greifen. Ja, greif das Becken. Ne, ans Becken greifen, okay. Weil das wird ja explodieren, oder? Du Wichser. Hat aber nur einen Schaden genommen, okay. Das geht davon. Dankeschön. Ah, nee, ich hätte es besser. Ja, er ist wenigstens nett, nicht so wie jemand anderes hier. Ab durch den Anus. Ich meine, durch die, durch den Ringmuskel. Schöner Schließmuskel. Ich sag, Heiler, du kannst ansonsten auch mit BASD schon ein Stück vorgehen. Hat man hier nicht der irgendwie Gegner? Da? Ja, oben. Scheiße, ich bin gerade hier direkt festgebockt. Ja. Wir sind steht da in der Luft. Okay, kein Platz hier. Okay, jetzt. Peiler, komm mal rauf. Peiler, komm mal hier mit drauf. Ja? Ja, hier ist nicht so viel. Glaube ich. Okay, wenn ihr das auch. Das ist ja nur der Anfang, Digga. Nur der Anfang so vom viel, Ende. So viel gibt's hier ist ein nicht. Kumpel. Also Lost Dragons. Mit dem da müssen wir noch labern. Stimmt. Da sollte vielleicht David. Oder ich? Darf ich? Du kannst ja nur einschüchtern. Ja, der ist doch schon fast tot. Nein. Dann soll David das tun. So, was gibt's denn hier? Peiler auf das Ohr. Warte. Oh. Ich verklickt. Yes, you've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. Ist er dran lecken? Ich will das dritte nehmen. Was sagt ihr? Es ist David sein Charakter, also eigentlich kein Alien-Chan natürlich. The enemy. So many enemies. Was bist du, ein Mann oder ein Hirn? Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect of oh, Akalkunde. Of the mind flayers who abducted you. Typ mal mich entführt. Okay, du machst hier noch mal seine. Ich glaube, es gefällt ihm, er ist sprachlos. Guck mal, er macht schon den Mund auf. Du bist ein kranker Typ, David. Ich bin eigentlich nicht lila, ich bin mal in Farbtopf gefallen und seitdem geht's nicht. Seitdem ist er nicht, ist er anti-lila. Ich hab's sonst nur bis jetzt an den Händen abbekommen. Aber warum, David? So, dann wart wieder. Warum? Komm wieder runter. Ey, ich hab den von seinem Leiden erlöst. Hast du nicht gesehen, wie der Typ da hängt? Ja, also weder Drophy drehte Teil ein bisschen Panzertape rum, wäre doch gut gewesen, oder? Hier ist eine sehr sterile Umgebung. Ah, okay. Ja, Leute, sagt bitte gerne, wenn hier irgendwas mit dem Ton nicht hinhaut oder ob ihr einer von den Jungs zu leise oder mich zu leise hört. Ich hab da so ein bisschen Auge drauf, aber ich denke, das ganz okay ist.